Hallo, willkommen zurück. Ja. Ihr seht, wir kommen gerade nicht aus dem Prügel. Ach, falsche Taste. Verdammt. Mit Allrad geht alles besser. Alles ist besser als ein golden Fräser. Mit dem Lied hat damals mein Bruder mich mal geärgert. Nachdem ich wohlgemerkt drei Kolben kaputt gefahren hatte mit dem Roller in einem Monat. Klar, Serion? Achso, das Frontgewicht vom Serion, ja. Das stimmt. Jetzt mit Schawung. Kennt ihr Schawung? Ja, wahrscheinlich. Gucken, ob ich mich jetzt verfahre oder nicht. Auf jeden Fall geht es erstmal hier hoch. Ja, die letzte Folge muss ich noch umbenennen. Weil die ist nur ein paar Minütchen lang. Weil ich aus Versehen den falschen Knopf erwischt habe. Die werde ich trotzdem raushauen, damit euch einfach nichts fehlt. Muss ich jetzt rechts oder links? 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 Sieht aus wie rechts. Freut mich. Wasserschutzgebiet. Schick. Nett gemacht. Definitiv. 80. Ja, 80 können wir auf die Komma leider nicht ganz. Bei der Hälfte ist dann doch Ende. Jetzt geht es ja auch noch runter. Aber wo es runter geht, da muss es auch wieder raufgehen. Was das jetzt für eine Anlage war, weiß ich noch nicht. Hier stehen Hopfen. Schade, dass wir dafür keine Mission machen können. Schade. Sag ich doch, wo drunter geht, muss er da wieder raufgehen. Sag nicht, ich brauche Allrad. Das hintere Differential schalten auf jeden Fall schon mal zu. Kommt, zieh! Und Allrad. Komisch, dass wir mit Allrad auf einmal wieder beschleunigen können. Ja gut, die Kraftverteilung ist dann anders. Das war es aber auch. Huch, da hatte ich gerade einen Leck. Ja, ich hoffe, die Qualität meiner Videos gefallen euch nach wie vor. Oder gefällt euch nach wie vor. Weil ich versuche nach wie vor auch wirklich Mühe reinzustecken. Weil es mir auch nach wie vor wirklich Spaß macht. Ich verwende gerade oft das Wort nach wie vor. Fällt mir gerade auf. Boah. Ja, Allrad lasse ich direkt mal an. Ich mache das vordere Differential mal an. Weil das ist ja doch schon eine Steigung hier. Halleluja. Aber nette Hütten stehen hier. Ich müsste eigentlich irgendwo rechts runter. Nicht nach links, nach rechts müsste ich. Ah, rechts. Geht doch. Ich weiß nicht, wo ich hier lang fahre. Nee, oder? Ah, passt. Egal, jetzt kenne ich den Weg auch wieder. Bis zum Gartencenter. Dreht mal fleißig auf die Bremse.
und voller Attacke. Kippe ich denn jetzt hier ab? Ich glaube, hier sind wir gar nicht so falsch. Wenn man das so sieht. Spielgeld in unsere Kassen. Oh, das spielt aber gut Geld in unsere Kasse. Das freut mich ehrlich gesagt sogar. Was haben wir? Haben wir noch Kredit? Haben wir? Haben wir nicht? Ja. Der wäre dann aber auch zurückbezahlt. Das ist gut. Das ist echt gut. Ich bin nämlich am Überlegen, ob wir für... Ja, für den Kompost nicht einen extra Hänger anschaffen. Auf der anderen Seite muss ich da ehrlich gestehen, bräuchte man eigentlich nicht. Ich brauche ihn jetzt mal. Weil ihn würde ich doch gerne zurück zum Hof fahren lassen. Und mit ihm würde ich dann auch ganz gerne eigentlich dann quasi Kompost weiterfahren. Er ist zwar langsamer, aber das macht in dem Fall gar nichts. Habe ich das Fortuna-Pack drin? Ja, habe ich drin. Wäre ja auch genial, ne? Mit einem Dreiachser. Aber der kostet ein wenig zu viel. Der kostet 26. Das ist aber kein Problem. Die kriegen wir ja relativ schnell wieder rein. Ah, ja, Standardreifen tut. Der müsste nämlich eigentlich am Händler vorbeifahren. Eigentlich. Hui. Dann werden wir das Gewicht auch direkt verkaufen. Fahr mit J, aber fahr. Falscher Knopf. Ah, Sternenhimmel sieht schon geil aus. Muss man ja wirklich sagen. Hui, und andersherum. Der bog der echt vor uns noch ab. Die werden wir auch mal dran machen, weil ich finde schöner mit.
Ui, 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 ui. Ja, tschüss. Der gute Fortuna Dreiachser. Mit LED-Blinkern. Das stimmt, wir haben den. Wir haben den New Holland. Den John Deere mit Pflegebereifung. Ich dachte gerade, verzieht er gerade einen Kotflügel so komisch aus. Ja, klar, Pflegebereifung. Den fahre ich jetzt noch runter, dann werde ich aber gucken, dass der Kirowitz ans Grubbern kommt. Und dann werden wir in der nächsten Folge, denke ich mal, anfangen können zu säen, wenn der Kirowitz bis dahin fertig ist. Wenn er bis dahin fertig ist. Lololo. Dass die Spiegel so extrem weit außen hängen, ne? Wo ist denn unser Kirowitz? Na komm, fahr doch rückwärts. Ich glaube, da war ich etwas nah an die Wand gefahren. Die erste Bahn werden wir selber machen, weil ich habe auf meinem Privatspielstand drauf oder wow. Erkannt, dass die relativ Probleme haben, die erste Bahn zu ziehen hier. Und dann werden wir verladen. Oder wir werden es einfach mal probieren, sagen wir so. Mal unter Beobachtung halten, was er tut. Hier, du musst das schon. Okay.
Okay. Mit Gearbox schafft das nicht. Ohne Gearbox schafft das. Das ist genau die Stelle, die ich meine. Da hängt der, da will er nie wirklich durchziehen. Komm, Büffel, der Flug war auch nicht leichter. Garantiert nicht. Ah, jetzt scheint er es aber zu haben. Das passt ja so. Das passt eigentlich ganz gut. Ganz ehrlich, mich stört es auch nicht, dass wir das mit einem Dreiachser machen. Im Gegenteil sogar. Ich finde, das ist eigentlich relativ cool. Aber selbst mit dem Dreiachser scheinen wir das nicht alles auf einmal wegzukriegen. Obwohl jetzt erst bei 20% ist. Wie viel der aber hochkommt. Ist ja Wahnsinn. Wie der Anhänger hinten anfängt runter zu gehen. Sollte auch mal vorne was drauf tun. Sollte. Uiuiuiuiui. Ja, das ist zu leicht. Vor allem, ich hätte gerne den Ballenwagen aus dem Fortuna Modpack. Das ist von Autoloader. Von ich persönlich eigentlich relativ wenig halt, wie ihr wisst. Aber in manchen Situationen ist Autoload dann doch nicht ganz so verkehrt. So wird der Platz dann optimal genutzt, würde ich sagen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich es jetzt immer benutzen werde oder. Ich denke mal, das kommt gerade drauf an, wie ich Lust habe. Ob ich Lust habe, Ballen zu verladen oder nicht. Auf jeden Fall werden erstmal weiterhin Rundballen gemacht. Da wir ja keine Quaderballenpresse haben. Beziehungsweise ich habe eine drin, aber da passt mir so ein bisschen was nicht dran. Und da ich zu blöd bin, Mods zu ändern oder es einfach nicht kann, Mods zu ändern und umzuskripten, kann ich euch gleich gerne mal zeigen. Wir sind sowieso schon bei einer Überlänge. Obwohl eigentlich nicht. Zwischen 15 und 20 Minuten. Also noch haben wir keine Überlänge. Aber in 30 Sekunden. Naja, 20. Also wegfahren schaffe ich in dieser Folge nicht mehr.
Ne, werden wir nicht alles wegkriegen. Schade, schade, schade. Und zwar habe ich drin Ballentechnik die Class Quadrant. Aber ihr seht, die kostet 0 Euro. Ich weiß nicht, ob euch das recht wäre, wenn ich sie trotzdem sage, gut, ich benutze sie trotzdem. Aber egal, das war's mit dieser Folge. Euer Sandmann. Tschüss.